Moin ihr Lieben, heute bei Edeka machen wir zusammen Akroschka, die perfekte Kaltschale für jedes Sommerwetter. Als allererstes brauchen wir Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich hier, wir haben festkochende Kartoffeln, das sind so ungefähr 400 Gramm. Die schäle ich und schneide schon mal zurecht. Akroschka ist meines Wissens nach eine Kaltschale aus Russland. Der Name Akroschka bedeutet Gekrümmeltes. Das Gekrümmelte ist auf die Zutaten bezogen, diese werden nämlich klein gemacht. Ob die gerieben werden, püriert oder groß gewürfelt, grob klein geschnitten. Den Link zum Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Kartoffeln sind jetzt geschält, die spüle ich mal eben ab, dann werden die gewürfelt und kommen in den Topf. Jetzt würfeln wir die Kartoffeln, Größe ungefähr 0,5 cm. Ihr könnt das natürlich größer oder kleiner würfeln, dementsprechend variiert aber auch die Garzeit der Kartoffeln. Meine brauchen nur 4 bis 5 Minuten. Die klassischen Zutaten der Akroschka an sich gibt es nicht, das variiert von Region zu Region. Wir machen heute meine Variante. Ich habe hier zwei Töpfe aufgestellt. Die werden gleichzeitig angemacht. In den einen Topf kommt noch zusätzlich zum Wasser Salz und Kartoffeln gewürfelt. In den anderen bringe ich das zum Kochen und dann kommen da die Eier hinein. Ich setze die Kartoffeln kalt an, weil ich möchte, dass die Stärke aus der Kartoffel entweicht. Würde ich die Kartoffeln ins heiße kochende Wasser geben, würde die Stärke die Kartoffel ummanteln. Und dann wäre das ein bisschen mehliger als gewünscht, deswegen machen wir das ins kalte Wasser. Die Eier lasse ich jetzt 6 bis 7 Minuten lang kochen. So finde ich die nämlich perfekt für meine Akroschka. Die Kartoffeln gieße ich jetzt ab und dann kommt da kaltes Wasser drüber, um den Garprozess zu stoppen. In meiner Akroschka kommt als nächstes Gurke. Diese Gurke wird genauso gewürfelt wie die Kartoffeln. Dann haben die nämlich beide die gleiche Form, aber unterschiedliche Farben, denn das Auge isst immer mit. Ich lasse die Kerne diesmal drin, weil das ruhig ein bisschen Flüssigkeit abgeben kann. In meiner Akroschka kommen auch richtig leckere Radieschen rein. Einfach hier die Wurzel abzupfen und dann das Grüne zur Seite mit dem Daumen schieben. Und schon ist unser Radieschen geputzt und ist fertig zum in Scheiben schneiden. Als nächstes schneiden wir Frühlingslauch. Den habe ich vorher schon gewaschen. Und manchmal hat der Frühlingslauch vorne so eine überschüssige Haut. Die könnt ihr einfach nach vorne ziehen und dann schneidet ihr das mit der Wurzel einfach hier so ab. Und dann in feine Ringe schneiden. Eine Knoblauchzehe. Knoblauch für immer anpressen, beim Schälen dann zerfällt die Haut von allein. Dann nehmen wir zwei Chilis und schneiden die in Scheiben. Grundsätzlich wird Akroschka aus Kwas gemacht. Kwas ist fermentierter Getränk aus Getreide und wird sehr oft auch durch Kefir ersetzt in Russland. Ich möchte aber gerne Joghurt statt Kefir haben, weil ich das Ganze auch schön cremig haben möchte. Und deswegen nehme ich 3,8%igen Joghurt und ein bisschen Creme Fraiche. Davon nehmen wir ca. 5 Esslöffel, geben den Knoblauch hinzu. Chili würde ich immer zum Schluss reinmachen. Man weiß nämlich nicht, wer gerne alles Chilis isst. Deswegen gibt es die später als Topping. Als nächstes kommt die Zitrone. Ohne Zitronenpresse die Finger leicht auseinanderhalten. Und man drückt aus. Als nächstes machen wir Salz rein. Das ist alles schön glatt gerührt. Man sieht, dass da kleine Knoblauchstückchen drin sind. Das ist aber noch nicht die Konsistenz, die ich haben möchte. Deswegen machen wir jetzt das Sprudelwasser rein. Ich würde das immer nach und nach zufügen. Dann könnt ihr eure perfekte Konsistenz finden. Das ist genau die Konsistenz, die ich haben wollte. Die ist schon cremig, nicht fest und perfekt für meine Akroschka. Wir pellen jetzt die Eier. Jetzt bauen wir unsere Akroschka zusammen. Wir mischen alle Zutaten zusammen, lassen ein bisschen was zum Garnieren über. Und wir geben auch ein bisschen von dem Frühlingslauch hinein. Der Rest von dem Frühlingslauch ist unser Topping. Und jetzt wird angerichtet. Oh ja. Boah, es riecht so frisch. Es ist saftig, es ist erfrischend
Wenn ihr das ein bisschen kühler haben wollt, ab in den Kühlschrank damit. Ich finde, Akroschka schmeckt wahnsinnig lecker. Passt zum Sommer, ist erfrischend und macht satt. Probiert gerne meine Variante aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es geworden ist. Bis zum nächsten Mal, euer Izzy.